meine Lieben, hier ist Laura von Loving Curls und heute verrate ich euch alles zur Shingling-Methode. Heute zeige ich euch die Shingling-Method, die ich selber noch nie verwendet habe. Für wen ist diese Methode geeignet? Diese Methode ist geeignet, wenn du deinen Frizz reduzieren möchtest, wenn du dafür sorgen möchtest, dass du deine Haarbündelung besser gestaltest. Und wenn du sonst zum Beispiel Knötchen in den Haaren bekommst, kannst du mal ausprobieren, deine Shingling-Methode zu probieren. Denn da sorgst du für die Bündelung deiner Locken selber. Und sie ist vor allen Dingen für Lockenköpfe mit sehr dicken und sehr krausen Haaren geeignet. Darum bin ich jetzt mal gespannt, ob sie mir überhaupt bekommt oder eher nicht. So, wie gehe ich bei der Shingling Method vor? Ihr nehmt erstmal eure Haare, wascht sie, das habe ich schon erledigt. Und dann unterteilt ihr sie in einigen Partien, so dass ihr die Haare sehr gut greifen könnt und die anderen Haare nicht im Wege stehen. Ihr fixiert sie hier oben. Das Ganze mache ich nochmal mit der weiter hinten liegenden Partie. Auch die fixiere ich hier einmal und dann seht ihr schon, okay, die Haare. Ich werde sie jetzt einmal mit einem Kamm hier hinten kommen mir ein paar Haare in die Quere, so ich werde sie entwirren und dann fange ich mal an, nehme ein Styling-Produkt meiner Wahl in die Hand, verreibe sie in den Handinnenflächen und dann geht's los. Ich nehme einzelne Kleinsträhnen, trenne sie von den anderen Haaren ab und ziehe sie dann hier lang. Das heißt, ich sorge damit dafür, dass genügend Produkt in jedem meiner Haarsträhnen enthalten ist. Und das mache ich jetzt bei allen meinen Haaren. Wenn ihr denkt, dass ihr zu viele Haare in einer Bündelung habt, startet nochmal neu. Hier ist zum Beispiel eine zu große Bündelung gewesen. Ich nehme eine viel kleinere. Kleinere Bündelungen bedeuten mehr Volumen. Zwischendurch nehmt gerne die Haarsträhnen, wenn ihr eine Entwirrungsbürste eurer Wahl habt oder einen Kamm, nutzt es gerne. Und hier seht ihr, wie ich alle meine Locken mit, in dem Fall war es Haargel, versorge. Ihr seht hier, da ist sogar noch eine natürliche Bündelung, die ihr dann auch mal sehen könnt. Und so werde ich jetzt alle meine Haare, die ich auf dem Kopf habe, mit Produkt versorgen und shingeln. Das Ganze geht irgendwann auch mit der Zeit ein bisschen schneller.
Ich arbeite hier jetzt erstmal das Styling-Produkt in meine Haare ein, damit ich einen besseren Slip bekomme. Gehe mit meinem Kamm einmal hier durch und lege dann wieder los. Du musst immer zusehen, dass du sehr guten Slip also bekommst, also dass deine Haare schön rutschig sind und du genügend Styling-Produkt in den Haaren hast, dass du sehr gut durch deine Haare durchgleiten kannst. So, und jetzt seht ihr, wie viele kleine Lockenbündelungen ich habe. Normalerweise style ich meine Haare mit wesentlich mehr Bündelung. Ich werde jetzt einmal meine Haare ein wenig anheben. Mit dem Scrunching. Und danach werde ich sie trocknen. So, meine Lieben, zum Ende meines Waschtags mit der Shingling-Methode, die ich euch gleich nochmal genau zeige, oder ich zeige euch mal die Haare und das Ergebnis, werde ich noch einmal ganz kurz mit es waren insgesamt 3 Tropfen Haaröl hier arbeiten, damit meine Haare das letzte Finish bekommen. So, ihr seht, meine Haare sind nass und ungefähr so lang gewesen und sie sind jetzt wesentlich, ja, kürzer. Ich muss sagen, die Shingling-Methode sieht gut aus. Also, sie hat meinen Haaren gut getan. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich so viele kleine Lockenbündelungen jetzt habe. Ich bin eigentlich eher gewohnt, etwas größere, dickere Locken zu haben, aber ja, ich mag sie. Zeigt sie euch mal von hinten. Ja, probiert doch mal die Shingling-Methode aus. Und gebt mir eine Rückmeldung in den Kommentaren, wie sie euch gefallen hat. Ich bin ganz gespannt und ich freue mich auf unser nächstes Video. Tschüss und bis bald, sagt eure Laura von Loving Curls.